Hallo liebe YouTube-Freunde, willkommen bei Heldenhaft. Der Kanal ist ja nun mit Radabenteuern beschäftigt. Ja, liebe Leute, heute geht es wieder in die Nostalgie-Ecke. Richte über eine hängenblieb an Dorn in meinem Garten. Ich beschäftige mich mit einem Fahrradprojekt aus dem Jahr 2008. Mit einem, ich glaube damals, 11-jährigen oder 10-jährigen jugendlichen Kind, wie auch immer. Wir haben eine Fahrradtour gemacht. Achtung, im Dezember sind wir gestartet und wollten, ich weiß gar nicht wohin, ich glaube, ich bin nach Süddeutschland oder so. Die Fahrradtour reichte bis Koblenz. Und ja, Dezember heißt, alles nahm dramatische Ausmaße an. Ich zeige eine Fotoserie, die beweist, warum es dramatisch wurde. Ihr könnt es euch schon vorstellen. Kleiner Tipp, hat was mit dem Wetter zu tun. Habt einfach viel Spaß bei dieser, circa 7 Minuten Fotoserie. Ganz spannend, ganz interessant. Vor allen Dingen der kleine Junge Christoph Fieser, der damals leidend mitgefahren ist. Viel Spaß. Da haben wir ihn auch schon, den damals 10-11-jährigen Christoph. Das war noch vor dem Radprojekt. Ja, war alles im Rahmen eines individualpädagogischen Reitprojekts des Jugendamtes. Der Junge hatte leider keine guten Voraussetzungen daheim und der brauchte mal eine großartige Abwechslung. Der Zeitpunkt war schlecht gewählt im Dezember. Da eine Fahrradtour zu starten, ist schon ein bisschen Suizid. Nichtsdestotrotz, irgendwie hat er gute Laune mitgebracht, der Junge. War so ein kleiner Sonnenschein. Nicht immer, manchmal kamen so kleine depressive Phasen hindurch, aber ansonsten immer eigentlich ein fröhlicher Sonnenschein. Hier sieht man ihn, da sind wir schon unterwegs. Das war irgendwo weit vor Köln, ich weiß es noch. Von da ab geht es nämlich dann entlang des Rheins durch Köln durch, über den tollen Fahrradweg, der da entlang läuft. Irgendeine Pausenstelle, irgendwo, ich nehme an, alles around Köln. Und das ist schon der Abendplatz, da haben wir nämlich in den Rheinwiesen bei Köln, deutlich vor Köln, haben wir einen Schlafplatz gefunden. Und Christoph fühlte sich da in seinem Zelt, wo er alleine geschlafen hat, auch sehr wohl, wie man sieht. Schönes Bild. Da sieht man das Waldstück, wo wir gezeltet haben. Am Rhein ist immer schwierig, eine Zeltunterkunft zu finden. Hier haben wir sie gefunden. Nicht die idealste Stelle, aber eine gute Stelle. Dürfte schon am anderen Morgen sein, also der zweite Radreisetag. Da haben wir eine kurze Strecke gehabt, nur bis Köln-Deutz, glaube ich, war das. Da hatte ich nämlich Bekannte wohnen, die uns für eine Nacht schön beherbergen wollten. Das ist schon die Rheinbrücke, in Köln auf die andere Seite, wo wir dann die Bekannten aufgesucht haben. Nochmal ein Foto von der gleichen Stelle. Man sieht, es war lausig kalt und das war erst der Anfang der Fahnenstange. Hier sind wir dann angekommen bei den lieben Bekannten. Da konnten unsere Fahrräder schön in der Garage unterstellen, bevor wir dann in ihrer Wohnung Einlass gefunden hatten. Und da auch schön beherbergt wurden. Nicht nur mit Nahrung, sondern auch menschlich. Christoph hat sich da pudelwohl gefühlt. Ja, das dürfte dann der dritte Radreisetag sein. Da waren wir wieder unterwegs. Wie kommt mir bekannt vor? Hat sich das dazwischen gemogelt? Kölner Dom. Ne? Also wenn man in Köln ist, dann sollte man auch ein Foto mitbringen, wo dann auch der Kölner Dom vertreten ist. Hier geht es dann weiter Richtung Koblenz, so ein Mini-Zwischenziel. Und ich kann euch sagen, es war furchtbar kalt. Nicht nur furchtbar kalt, sondern man sieht es auch an den grauen Wolken. Grauen Wolken. Es drohte Schnee. Das ist irgendwo entlang des Rheinpfades Richtung Koblenz oder erst Remagen und dann Koblenz. Hier war noch alles gut, wie man sieht. Aber dick angezogen. Bonn. Eindeutig Bonn. Der lange Eugen da im Hintergrund. Ne? Kurze Pausenstelle. Ja, am Wasser sind Kinder immer gerne, aber nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Ich auch. Ich liebe Wasser neben mir bei Radtouren. Und er genoss die schöne Aussicht, leider bei sehr dunklen Wolken, wie man im Hintergrund schon sieht. Und da drohte etwas. Der Übergang nach Rheinland-Pfalz von Nordrhein-Westfalen war für uns eine tolle Zwischenbilanz.
Im Übrigen sollte die Fahrradtour ja, wie gesagt, irgendwo Richtung Süddeutschland gehen, aber habe ich, glaube ich, in der Einleitung schon gesagt. Wenn man genau hinguckt, man sieht da so zwei Punkte auf dem Film, das sind keine Filmschäden oder Bildschäden, sondern das ist Schnee. Da fiel der erste Schnee und uns war kalt und wir waren froh, dass wir da so ein bisschen windgeschützt stehen konnten, denn der Wind fegte durch das Rheintal und zwar mit enormer Geschwindigkeit. Gott sei Dank war es da aber ein Rückenwind, also der Wind kam irgendwie aus dem Nordwesten. Ja, hier sind eindeutig die weißen Punkte, ne? Wie gesagt, nicht rein retuschiert ins Foto, sondern das ist Schneefall. Und dann haben wir uns irgendwo, könnte Boppard sein, bin mir nicht ganz sicher, nee, Boppard kann es nicht sein. Haben wir uns in ein Restaurant gesetzt und erstmal heißen Kaffee, heißen Tee getrunken und so weiter. Da tat zwischendurch gut. Also es war Schauerwetter. Immer kamen mal dunkle Wolken an mit Schnee, voller Schnee. Und einmal war es sonnig, so wie man hier sieht. Hier scheint nämlich wieder die Sonne. Es knabberte aber nicht an den Temperaturen, die blieben immer um den Gefrierpunkt 0 Grad. Das ist eindeutig die Brücke von Remagen, unten halb links zu sehen, ja, die zerstörte Brücke. Ja, und wieder mal Pause und ganz sicher wieder ganz gemeiner Schneefall. Da wurde es bitter, bitter, bitter kalt, die Klamotten waren auch nass. Das ist bei Andernach, definitiv. An der Stelle habe ich nämlich auf Fahrradtour dreimal übernachtet. Hier haben wir allerdings nur eine Pause gemacht und nicht übernachtet. Das Wetter wurde wieder gruselig. Und noch einmal, alles war feucht, nass, kalt. Es war erbärmlich. Wir sind immer noch an derselben Stelle in Andernach, wo wir gerade dieses Foto hatten unter dem Silo. Jo, und da kam ein ganz gemeine Schauerherd, dick, voll Schnee. Bin gespannt, ob wir da Schneefotos bekommen, aber ich glaube, das wäre ja allerdings nur mit einer Schneeflocke, die da auf der Kamera abgebildet ist. Ja, der arme Junge, windgeschützt, musste sich die Socken wechseln, weil die voll nass waren. Hier war er, glaube ich, gerade dabei, soviel ich das in Erinnerung hatte. Der Junge tat mir leid. 10 Jahre, 11 Jahre und dann bei bitterer Kälte eine Fahrradtour. Und das war schon Ankunft in Koblenz. Da haben wir gesagt, das macht alles keinen Sinn, Leute. Wir gehen jetzt in eine Jugendherberge, das war auf der Festung Ehrenbreitstein. Und da, ja, beenden wir dieses Projekt, was wir dann hinterher übrigens fortgesetzt haben, in der Wandertour, wo dann kein Schnee mehr gefallen ist. So viel kann ich jetzt schon sagen. Das war unser Zimmer, wo wir untergebracht waren. War nicht kostengünstig, aber das war uns egal, wir mussten da abbrechen. Und das war mehr als grenzwertig, ne, da so ein Fahrradreiseprojekt zu machen bei so einem Wetter. Ne. Und der Junge war auch glücklich darüber, dass da die Radtour sein Ende gefunden hat. Hier ein Bild von Schloss Ehrenbreitstein auf der Höhe der Festung. Die ist ja gegenüber dem Deutschen Eck, wie viele es wissen. Das ist auch oben auf der Festung. Wunderschön von unten anzuschauen, aber auch obendrauf ganz, ganz toll. Ja, und dann kam es richtig dicke runter und wir waren froh, dass er die Tour abgebrochen hat, sonst wäre unser Zelt zugeschneit gewesen, denn es schneite im hohen Maße. Und ich war auch einfach nur froh, heißen Kaffee genießen zu können bei dieser Dreckskälte. Das dürfte am anderen Tag sein, da haben wir noch einen Rundgang durch Koblenz gemacht. Ja, hier endet jetzt gleich auch die Fotoserie. Wie gesagt, Fahrradtour ist dann halt nichts mehr. Wir haben abgebrochen, haben da noch ein bisschen rumspaziert in Koblenz und haben uns von da aus dann auch abholen lassen, weil wir kamen von der Festung gar nicht mehr runter, weil es so bitter geschneit hat.